Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Server Sol. Ja, mein Laptop ist schon wieder da von der Reparatur. Hab jetzt wieder, ich sag mal, ein bisschen Stoff zum Aufnehmen und zum Bearbeiten. Hab ja noch ein paar Clips drauf gehabt. Und die werde ich jetzt erstmal alle verwenden und euch zeigen, was ich so die Tage gemacht habe. Und so die letzten 3-4 Tage war ich nicht so sehr aktiv. Sind noch die Aufnahmen vor einer Woche. Ja, hier versuchen wir ein Legi-Granat herzustellen in Richtung Mythisch. Ein Eilige haben wir dann schon mal und dann haben wir Bambusschuhe versucht Richtung plus 9 zu uppen. Da wird mein Lykaner, den ihr gerade hier seht, Lykaner-Phase, der wird dann auf 61 kommen für den SC3. Und ja, die ersten sind schon mal plus 9 gegangen, war ja sehr nice. Der zweite, ja, die zweiten haben jetzt auch geklappt, habe ich dann verkauft für 70 kk und versuche fleißig, ja, Alchemie zu uppen. Ich wollte einen Mythisch haben, egal welche Bonis, für meinen Main Char, und das hat dann auch schön wehgetan, als es wehgeschlagen hat. Mit dem Granat habe ich ein bisschen zu kämpfen, habe mir dann eine Furchtmaske gekauft, die eigentlich übelst teuer war. Ja, 150 kk mit 15 Blitz und 5% Vergiftungschance. Kann sehr nützlich sein, wenn man in der Grotte levelt bei den Kommandanten. Und ja, hier versuchen wir dann schön fleißig, ja, Antike auf Liege zu uppen. Leider nicht so erfolgreich. Hab mit meinem Main-Char dann auch fleißig FBs gelesen. Und ja, also derzeit die Preise von den Aura-FBs kosten, ja, 12 bis 17 kk. Ich bin schon echt froh, dass ich die nicht mehr lesen muss, und wenn ich dann am Farm bin und ein Aura-FB droppe, dann freut man sich da schon sehr. So, zum Vergleich, ein DR-Gutschein kostet zwischen 20 und 22 kk und ein Aura-FB 17, ja, ich sag mal, wenn ich übertreibe, 12 bis 17 kk kriegt man die schon los. Hab mir ein paar Taus erstellt für, ja, nebenbei in der Grotte, wenn es doch noch zu viel sein sollte, dass man die ein bisschen nebenbei potten kann beim Leveln. Fängt ja auch demnächst ein Boost-Event statt, sprich heute Abend um 0 Uhr bis zum 11. April gibt es da 200% XP-Boost und 50% Doppeldrop extra. Werde ich auf jeden Fall ausnutzen, um Chars zu leveln und mein Main ein bisschen höher zu machen. Hier wieder ein Versuch auf Legi, hat leider fehlgeschlagen. Dann wieder ein Versuch auf Legendär. Ja. Und der hat dann geklappt. Dann versuchen wir direkt auch auf Mythisch. Und das hat leider nicht geklappt. Ja, echt ärgerlich. Zu dem Zeitpunkt kosten die Legis ungefähr 120 bis 150 kk. Hat mir schon einiges an Yang gekostet. Dann habe ich hier ein Giftschwert auf den Dorfschmied gezogen, beziehungsweise zwei Stück. Der erste ist auf plus 7 gegangen, halt einfach aus Fun gehabt, hatte noch ein paar Gifties gehabt. Und ja, sind einfach beide plus 7 gegangen, habe sie im Laden gestellt für 60 kk. Wurden dann nicht gekauft, dann dachte ich, oh, komm, scheiß drauf. Versuch's mal auf dem Dorfschmied plus 8 zu machen. Und ja, der erste ist kaputt gegangen. Und der zweite, ja, leider auch kaputt gegangen. Wäre natürlich gut gewesen, wenn es plus 8 gewesen wäre, mit dem Schmiede plus 9 versuchen. Hab mir dann noch zwei Körperkrieger-Truhen gekauft für 4 Wonnen insgesamt, also pro 2 Wonnen bezahlt. Für meine Main-Char hab jetzt hier geöffnet. Und insgesamt habe ich da 11 Aura-FBs gezogen. Ist eigentlich relativ gut. Manche haben zum Beispiel nur 2 Aura-FBs pro Truhe gezogen oder 4. Da ist es schon eigentlich ordentlich. 11 Aura-FBs ist in Ordnung, kann man nicht meckern. Und dann lesen wir das auch schon mal Richtung G1. Und ja, waren einige Konzis und Exos, ja, was heißt einige, ne? 55 Konzis und 55 Exos. Die Preise sind ungefähr, ja, 8 kk pro Exo und 8 kk pro Konzi und 4 kk pro Exo. Hier auf den Lykaner hatte ich ein paar DR-Gutscheine aufgeladen mit dem 50er DR-Schein. Beim zweiten Versuch habe ich dann auch direkt
einen Lolli bekommen. Also ist er schon mal Startler fürs SC3, hat dann schon mal einen Lolli. Feuer-EQ habe ich auch schon zusammengekauft, habe es aber leider nicht irgendwie aufgenommen, wo ich die Sachen rausgekauft habe. Ist halt Feuer-EQ und ja, ein bisschen TP, Feuer, das war es eigentlich. So, dass ich auf meine 90% ungefähr komme, da machen die eh keinen Damage mehr im SC3. Und ja, das sind jetzt die allerletzten FBs bis Aura G1. Hab das dann auch endlich hinter mir. Ein bisschen spät dran, hab auch ja bedingt kaum Zeit. Wegen Arbeit, sage ich mal. Und ja, da haben wir schon mal G1, schon mal sehr nice. Hab dann auch ein paar Seelensteine gelesen. Die haben eigentlich anfangs sehr gut geklappt. Hier der erste erfolgreich, der zweite wieder erfolgreich, der dritte wieder erfolgreich und der auch wieder erfolgreich, so viermal hintereinander. Ja, war schon viel mal sehr nice. Ja, und mit dem stehe ich jetzt momentan ein bisschen AFK rum, sage ich mal. Im Zodiac-Tempel Rang abbauen, Seelensteine lesen. Hab mir ein 18% Band gekauft für 150 kk und halt Crabbänder für 70-80 kk, um was zu suchen hoch zu uppen. Und ja, das ist der erste Try. Leider nicht funktioniert. Dann habe ich mir noch einen zweiten gekauft. Und ja, da, die Möglichkeit besteht ja, dass er entweder 19% bekommt oder 23% direkt bekommen kann. Leider auch hier fehlgeschlagen, weil 19% Band kostet auf dem Markt 4 Won ungefähr. Dann kauft mir lieber ein 18% Band und ab das mal weiter. Und irgendwann wird es da schon irgendwie hochgehen. Hab mir dann noch DR-Gutscheine gekauft für mein Main. Ich wollte da einen Lolli ziehen. Und ja, dann gucken wir mal, wie viele Versuche ich da insgesamt brauche. Hab da jetzt schon 3x50 DR-Gutscheine aufgeladen. Und ja, noch keinen Lolli bekommen. Hatte noch ein paar übrig gehabt und hab die dann nach und nach eingelöst. Ja, also ich wäre zufrieden, wenn dann 7 Tage Lolli rauskommt, 15 Tage Lolli wäre natürlich auch nice. Ja, bekommst auch ordentlich Bohnen raus und anderen Krimskrams, Kostüme bekommst du da auch raus. Und ja, da hatte ich leider Pech gehabt. Dann sind wir schon zum Ende des Videos angelangt. Ich zeige euch mal eine kurze EQ-Übersicht, was ich mit meinem Farmer habe. 30 DSS Spieße plus 9 mit Mob plus 4, eine Rüssi mit 15 Feuer, ein AGO Schild, werde das aber noch austauschen, ein Armut mit 15 Feuer, Ibis werde ich noch austauschen mit HTOs oder Ibis plus 9, 30 Insektentali, habe dann hier noch eine 15 Feuer der Felben gekauft für 10 kk, ein Falki mit AGO und 12 Int für 170 kk und ja, ein 18% Band blank ist es noch, werde dann entweder einen Phönixbogen plus 4 bis plus 6 noch reinballern. Und ja, dann war es das schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.